Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zum LS22 Frontiers Projekt, die Challenge gegen den lieben King Freezy und den lieben McBanos Bizeps und den lieben Milo, der heute nicht live mit dabei ist, muss ich vorweg sagen. Schade eigentlich, aber alle sind mit dabei. Hallo. 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 Und darüber hinaus natürlich auch. Moderation nach meinem Geschmack heute. Darüber hinaus natürlich auch die ganzen anderen aus dem Team, die ganze Projektleitung und die ganzen Helferlein sind alle wieder mit dabei. Nach meiner auch. Auf die freue ich mich auch ganz besonders. Er hat mich nämlich King Freezy genannt. Ich habe eine Frage. Wir machen doch jetzt eine Windrad-Challenge. Ja. Ja. Ich wollte vorher mal noch mich ein bisschen unbeliebt machen. Also noch unbeliebter. Und zwar, ich hätte zwei Sachen anzumerken. Zwei Dinge. Und zwar, an die Projektleitung geht das. Seid ihr da, Projektleitung? Ich würde kurz auf Toilette gehen, wenn das recht ist. Nein, ihr. Ich würde die Projektleitung darum bitten, bei Freezy mal in der Folge 114 bei Minute 49 zu schauen. Dann im Anschluss heute von dem Stream oder was auch immer. Dort ist eine Rüben-Mission abgebrochen worden, die Rüben wurden behalten und die Strafe wurde ausgeglichen. 30.000 waren das. Also da ist auch Missionsabbruch gewesen und Strafen wurden ausgeglichen. Was ja nicht, also eigentlich nicht so ist, oder? Das ist ja, hat man ja das letzte Mal schon thematisiert. Ich wusste, dass keiner mehr mit mir reden wird. Ich sag jetzt gerade gar nichts, weil ich mich da null dran erinnern kann. Müsst ihr gucken, weiß ich wirklich nicht. Gut, 114, 9 Minuten 20. Und eine kleine Frage. Hast du es selber geschaut oder hast du wieder. Ich habe das. Regeln, nein, nein. Hier begann und nein, nein, Zuschauer, nein. Nein, 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 nein. Pass auf. Habe ich sogar diesmal im Stream direkt gemacht, dass du mir gar nichts vorwerfen kannst. Ach, ich habe das direkt im Stream geschaut und das ermittelt und mir notiert und ja. Aber genau. Ich sehe das als verjährt an. Seien wir doch mal ehrlich. Die Folge kam heute oder gestern. Aber was will denn die Projektleitung jetzt tun? Wollen die mir jetzt echt eine Strafe reindrücken dafür? Das entscheidet doch die Projektleitung. Dann müssen die dich ja disqualifizieren. Warum? Warum? Ja, warum? Warum? Jetzt mal, dann lass mich auch bitte eben ausreden. Erstmal. Gerne. Ganz zum Anfang benutzt du Sachen aus dem Stream, was wir gar nicht benutzen dürften. Wurde in der ersten Folge sogar gesagt, kann sich jeder nochmal anschauen, wenn er das möchte. Eines der schlechtesten Argumente, was ich gehört habe. Ja, aber das machst du jedes Mal. Eines der schlechtesten Argumente, die ich je gehört habe. Keine Regel, es ist tatsächlich keine Regel. Ja, gut. Es ist eine Regel? Projektleitung? Nein, es ist tatsächlich keine Regel. Man darf die Streams der anderen nicht gucken. Das gilt aber nicht für die YouTube-Folgen, die kommen. Und das wurde auch schon massiv benutzt. Die Zuschauer dürfen anderen Streams auch nicht gucken? Es wurde, nein, doch, das dürfen die. Aber es wurde gesagt, wenn Zuschauer irgendwas im Chat schreiben, zum Beispiel, Tino kauft sich jetzt das und das und das oder Tino macht das und das und das, dürfen wir das nicht verwenden. Das wurde gesagt. Naja, Moment, also Meta gibt es hier nicht. Also wir sind hier nicht bei. Naja, das wurde trotzdem hier gesagt. Ist das eine Regel? Wenn ja, dann okay. Wenn nein, dann. Muss sagen, dann, ja, keine Ahnung. Also ich müsste jetzt Folge 1 tatsächlich nochmal gucken, also ich muss dazu sagen, alles gesagt hat. Es geht ja gerade darum, dass wenn Freezy etwas macht, nur angenommen als Beispiel, wird bei mir von den Zuschauern in meinem Chat geschrieben, pass auf, Freezy macht gerade das und das oder sonstiges. Genau. Und na, natürlich, ich interagiere mit meinem Chat, das nehme ich zur Kenntnis, aber wie nutze ich das? Verstehe ich jetzt nicht, wie ich das nutze, um. Ja, zum Beispiel, wo wir das mit dem Saatgut gemacht haben, haben sie es ja hingeschrieben, bist direkt zu uns gekommen. Normalerweise, du darfst das natürlich mit dem Chat interagieren. Oh, aber das hast du doch auch schon gemacht. Nö. Bevor das hier eskaliert. Das eskaliert nicht. Doch gar nicht. Nee, gar nicht. Das zweite Ding ist, dein letztes Windrad bei mir, ich werde gerammt, runtergefahren, die sofort die PL, stehen bleiben. Bei dir, du setzt ab, Dingen. Was hast du für eine Strafe gekriegt? Das war ja wohl ein Witz. Also eine vernünftige Strafe oder faire Strafe wäre gewesen, dass du für ein Windrad Geld nicht bekommst. Also für ein Windrad. Ja gut, aber pass auf, ganz kurz. Das war die Strafe habe ich übrigens bekommen, nur zur Info. Ja.
Also ich habe exakt diese Strafe bekommen, die du gerade ausgeführt hast. Ja, okay. Gut, dann sollte das ja wieder passen. Aber du musst eine Sache sagen, du darfst nicht mehr jetzt, sag ich mal, den Haufen vor die Tür kann. Wir haben eine Projektleitung und die Projektleitung entscheidet das. Man kann sagen, okay, ich bin da nicht einverstanden. Das kann man ja sagen. Aber am Ende, die Projektleitung entscheidet es. Und die hat die macht auch die Strafen. Und ich glaube nicht, dass die Projektleitung bis jetzt in meinem Sinne gehandelt hat. Weil ich habe die meisten Strafen gekriegt. Die du gekriegt hast, fand ich ziemlich lasch für das, was du machst. Okay. Na, gucken wir mal, was da jetzt rauskommt für eine Strafe. Bin ich auch mal gespannt, ja. Ja. Ich hoffe, die wird richtig hart, durchgegriffen wird. Aber einer, der sich immer darüber beschwert, dass nur andere Fehler machen und dann selber so reinhasselt, puh, schwierig. Hat eigentlich irgendwer Fahrstuhlmusik oder so auf Lager? Ja, ich würde jetzt zu Keule kommen im Anschluss. Ach ja, je. Ja, hau raus. Also bevor hier halt irgendwie weiter gegeneinander geschossen wird, habe ich einfach mal so eine Sache, die ich einfach nur mal in den Raum stellen möchte für die Zukunft. Ja. Jeder von uns Vieren hat ja irgendwie eine Projektleitung bei sich am Hof. Und meine Meinung, und das ist eigentlich schon seit dem Tag, als ich meine Strafe gekriegt habe, weil die PL einen Fehler bei mir gemacht hat, ist jetzt kein Angriff oder so, bitte nicht böse nehmen oder so, ne? Aber ich habe eine PL und ihr habt eine PL bei euch. Und wenn die in diesen Situationen, wie jetzt zum Beispiel bei Freezy mit seiner Mission, nicht eingreift oder da nichts reinwirft, ja, dann können wir hier uns noch Stunden unterhalten. Meine Meinung. Ja, es ist gar nicht so, also bin ich auch gar nicht so weit weg von der Meinung tatsächlich. Aber dass ich 15.000 Strafe bekommen habe für das Windrad, weil dann im Nachhinein dieser Fehler, der halt nicht aufgefallen ist, da war cool damit. Also für mich war es okay. Habe ich jetzt nichts einzuwenden. Aber tatsächlich ist es so, Keule, du hast ein riesengroßes Geschenk bekommen. Geschenk? Das ist, ja, 115.000 Euro. Hä? In Folge 112 wolltest du deinen Kredit abbezahlen. Und dann warst du auf einmal knapp über 100.000 im Minus. Und das wurde dir komplett zurückerstattet. Allerdings ist es so, dass du 115.000 Kredit abbezahlt hast. Du hast anscheinend, ich habe jetzt nicht alles gesehen, Felder verkauft und deine Kreditsumme insgesamt hat sich reduziert. Und wenn du dann auf Kredit, ich wusste es tatsächlich aber auch nicht, habe das auch erst dadurch mitgekriegt, wenn du dann auf Kredit zurückzahlen gehst, reduziert das Spiel deine Kreditsumme auf quasi so weit zurück, wie du kreditwürdig bist. Ich muss es mir angucken, aber ich bin der Meinung, dass ich da auf eigentlich Kredit leihen gehen wollte, weil der Balken auch wieder aufgeleuchtet ist und dann war ich auf einmal im Minus. Genau, du kannst direkt Folge 112 von Anfang an schauen. Du hast 115.000 Kredit getilgt, also ist ganz klar zu sehen. Du hast 11.000 plus, hast 115.000 getilgt, warst dann 106.000 oder so oder 104.000 im Minus und dir sind die kompletten 115.000 erstattet worden. Und der Kredit ist aber trotzdem um 115.000 getilgt worden. Das heißt, darf du hast sie zweimal bekommen. PL das mal alles auf. Ich habe es aufgeschrieben, dass wir das mal prüfen in Ruhe und im Nachgang und vielleicht heute einfach mal ein Windrad erspielen. Verspielen. Das wollte ich nur sagen. Das war es von meiner Seite. Ich würde jetzt Windrad vorschlagen. Ich wollte es nur mal anmerken. Ja, ist ja richtig. Ist ja richtig. Ich das nicht, dass immer ich Fehler mache. Ja, und also wenn du fertig mit Weinen bist, falls du noch ein Taschentuch brauchst, ansonsten könnten wir jetzt mal Oha! Anfangen. Nein, mach, nee? Gerne. Ja, fertig. Cool. Also dann, herzlich willkommen. Es gibt wieder mal eine Windrad-Challenge, beziehungsweise wir spielen heute Quiz-Poker mal wieder. Ihr dürft euch auf den coolen Truck da vorne stellen, damit das ein bisschen nach was aussieht. Ja, also grundsätzlich, wie immer, es gibt immer eine Frage, dann dürft ihr mir eine Antwort im Teamspeak schicken, als Whisper. Dann dürft ihr ein Gebot abgeben, dann nennen wir euch einen ersten Hinweis, dann gebt ihr wieder ein Gebot ab, dann geben wir euch einen zweiten Hinweis, dann gebt ihr noch ein Gebot ab. Dann lösen wir das Ganze auf, aber ihr wisst natürlich noch nicht, was die anderen getippt haben. Dann setzt ihr ein letztes Mal noch ein Gebot zwischen 500 und 2.500 Euro.
Wer raus ist, ist raus. Ja, ihr kennt das Spielchen, ja. Okay. Gut. Na dann, poker mal eine Runde, los. Also, die heutige Frage. Stopp. Erst Chat, stopp. Input only. Oh, guter Hinweis, danke. Achso, warte, mache ich eben einmal. Oder falls ein Mod schneller ist. Nee, ich kann es selber machen. Gut, meiner ist Emote only. Jo. Oh ne, ist es nicht. Moment. Jetzt. Ist bei mir auch. Meiner ist nicht live, ne? Nee. Okay, gut. Gut. Also die heutige Frage ist, wie steil darf ein Hang maximal sein, damit man auf ihm noch Wein anbauen kann? Ich würde euch bitten, mir eure Antworten im Teamspeak nun zu schicken. In Prozent, also die Steigung in Prozent bitte. Oh Christian, ich hatte nur für Abonnenten gemacht, sehe ich gerade. Danke, dass du noch gemacht hast. Jo. Wie steil darf ein Hang sein, um noch Wein anbauen zu dürfen? Können. Also. Maschinell genau. Oder händig? Das ist wurscht. Boah. Also ich meine, das verschwimmt wahrscheinlich auch, aber. Ich glaube, hatten wir nicht das Thema Weinbau in der Modbox das letzte Mal, wo ich zu Gast war? Da hat er doch so einiges über den Weinbau erzählt. Könnte man als Vorteil nutzen jetzt, ja. Nur rein aus Interesse, Christian, hättest du es aus dem Kopf gewusst? Ich wäre, glaube ich, knapp dran gewesen. Ungefähr den Wert wusste ich, aber da wir hier kaum Steilhänge haben, das ist eher so Mosel, betrifft uns das hier nicht ganz so. Aber so ungefähr den Wert, ich wäre wahrscheinlich gut dran gewesen. Aber genau gewusst hätte ich es nicht, nein. Ich weiß es nicht, ich habe geschätzt. So. Also ich muss auch raten, ich muss definitiv raten. Ich mach nochmal. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ziemlich viel, aber. Aber so ein Weinberg kann schon recht richtig steil sein, oder denke ich das nur? Definitiv, wenn du an einem Mosel fährst, da ist. Also es ist jetzt auch egal, ob ich den, auch wenn das jetzt maschinell nicht mehr geht, so händig, es geht wirklich darum, so den steilsten Hang, an dem ich noch Wein angebaut habe, haben könnte, oder wie? Also ich kenne den Wert nur von den Maschinen. Kommt denen aber sehr nahe. Weil also in der Beschreibung der Antwort steht explizit, dass es da natürlich mit Maschinen nur noch bedingt funktioniert. Ja. Aber es geht hier schon grundsätzlich um nicht Experimentelles. Also wir reden jetzt hier nicht von 100% nach oben steil, weil es irgendwer mal geschafft hat. Oh Gott. Schwer. Ja, Keule. Ich habe nochmal korrigiert, Marc. Ja. So, dann haben alle abgegeben. Ja, genau. Die einzige Frage, die wir heute beantworten, oder? Das ist die einzige Frage. Na gut, dann mach mal. Gut, Freezy, du darfst anfangen, etwas zu setzen. 500 erstmal. 500 Keule. Ja, ein Taui. Erhöht. Milo? Auch. Also bleibt dabei. Kino? Was ist Maximum? 3000. Okay, dann gehe ich die Tausender mit. Freezy mit? Ja. So, der erste Hinweis. Die steilste Straße der Welt befindet sich in Neuseeland und hat nur in Anführungsstrichen 35% Steigung. Oh. Scheiße. Und da sind wir drüber. Das ist die Aussage. So, Freezy. Möchtest du was setzen? Ja, dann 1000. Keule? Die Aussage ist geil. Scheiße, ja, okay, 1000. Scheiße, habe ich nur zwei Esser. Da setze ich mal nur 1000. Ja, ich setze 1000, ja. Ich nicht mit. Meine. Ich auch. Dino? Geh mit. Okay, verhalten. So, der zweite Hinweis. Möchte man den gleichen Prozentanteil an einer Stunde in Worte fassen, können diese je nach Region sehr unterschiedlich lauten, also die Worte. Kannst du das wiederholen? Ja.
Möchte man den gleichen Prozentanteil, den wir suchen, an einer Stunde in Worte fassen, können diese je nach Region sehr unterschiedlich lauten. Ich gebe ein Beispiel. 50% ist eine halbe Stunde. Fangen wir da vorne an, Crazy. Das hat mich jetzt überhaupt nicht weitergebracht. 1000. Keule? Muss ich da mitgehen oder kann ich jetzt auch nur 500 setzen? Du musst mitgehen, ansonsten bist du raus. Ja, dann gehe ich mit. Milo? 1000. Kino? Geh mit. Okay. Ist ja einfach heute. Ja, also ich habe 3000 gesagt, gell? Oh, Entschuldigung. Ja. Das habe ich nicht. Entschuldigung, ich habe vielleicht undeutlich gesprochen. Und Tino, gehst du bei 3000 mit? Ja, gehe ich mit. Okay, Crazy? Ja. Ja. Keule? So, die Auflösung, bitte wie immer, nicht keine Reaktion zeigen, weil wir ja nochmal eine Runde setzen. Der Steilhang kann bis zu 75% Steilheit, sagt man das auf Steigung haben. 75%. Gut mit der Uhrzeit, das ist ein gutes Ding gewesen. Viertel vor, dreiviertel. Ja. Also 75% kann es steigern. 75% kann es sein, genau. Wenn ihr denkt, ihr seid näher dran als die anderen, könnt ihr jetzt nochmal raushauen. 500. Keule? Keule. 3000. Geh mit. Und bin raus. Ja, gut. Ich bin ebenfalls raus. Gut. Also, ich kann auflösen. Es sind 26.500 im Pott. Die Lösung hatte ich ja schon verraten. Tatsächlich am nächsten dran mit 70% ist Milo. Dann kommt Keule mit 65%. Achso, darf ich das überhaupt verraten? Warum nicht? Ja, ist doch vorbei. Ja, doch. Und Tino hatte 55%. Wie sie? 45. Okay. Okay, krass, Glückwunsch, Milo. Ja, Glückwunsch. Du hast dich, aber hast lange gebraucht und jetzt räumt er die Windräder hier ab, du. Bin's Nummer zweite. Zwei. Ja. Welches darf es denn sein? Zur Verfügung stehen oben links Tino, unten links Freezy, unten rechts Freezy. Du kannst theoretisch auch dein eigenes wegnehmen, aber ich glaube, das wirst du nicht tun. Das ist jetzt schwierig. Letztes Mal war es einfacher. Naja, einfach ist es ja eigentlich. Du kannst ja für Ausgeglichenheit sorgen. Ah, ist es ja auch nicht mehr, wenn ich dann wieder. Ich muss leider, ich meine, es ist ja nur für eine Woche wahrscheinlich. Ich nehme ein Tino Seins aus der Begründung heraus für die Community, weil die sich gewünscht hatte, dass ich das von dieser mysteriösen, verjährten Challenge eigentlich hätte kriegen müssen und deswegen. Ja. Sorry. Gut. Dann vielen Dank. Wir gehen gleich in die Channels. Kurze Info noch. Die Windrad-Auszahlung basiert natürlich auf den Windrädern von letzter Woche. Ja, also ja. Crazy 40.000 und Milo und Tino jeweils 15. Gut, ja, dann vielen Dank und bis gleich. Danke auch. So. Ja. So schnell geht's. So schnell geht's. Und wieder um 5% geschlagen. Es ist so schwer. Ich hasse so eine Chat-Sachen, ne? Ja, wir müssen leider gerade Holz machen, weil alles andere ist irgendwie gerade am Wachsen und wir können nicht ernten wegen Schnee, also ja. Wir machen da gerade ein bisschen Hackschnitz hier. Alle Laubbäume, damit wir die Felderweiterung da machen können.
Zeit läuft nicht. Info. Wie geht's, Yannick? Willkommen in meinem Team. Außerdem, ich musste ja wieder auf Force gehen. Du hast gesagt, wenn du das nächste Mal kommst, willst du unbedingt Force machen. Ich bin auch schon wieder direkt hier dran, weißt du? Ja. Ja, also, geht, ja, ist gut, ja. Ist ein bisschen so, weiß nicht, wie hast du es so schön gesagt, die fehlt die Dynamik, das, Ja, also heute ist irgendwie bei mir so ein echt lauer Tag, also... Ja, das deswegen, bei mir auch, aber ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe doch, dir geht's auch super, soweit sonst, außer die Dynamik halt. Ja, soweit schon, ja. Ja, die Dynamik ist einfach gerade noch mehr gesunken durch diese absolute, Fehlersucherei. Also ich weiß nicht, mit welchem Sinn das Ganze jetzt hier gerade verfolgt wird, aber es ist, also aus meiner Sicht wirkt das halt einfach nur noch nervig dann irgendwann. Kann ich verstehen. So, weil am Ende des Tages ging es halt in dem Fall okay. Es wurde halt im Nachgang halt auch von irgendjemandem gesehen, der es ja anscheinend euch an eine PL gemeldet hat. Wer auch immer es von den anderen beiden dann war. Weil ich war es nicht. aber es ging halt in dem Fall halt um ein Windrad, was ja schon irgendwie einen hohen Wert hat. So. Ja, klar, natürlich. Und jetzt hier geht es einfach nur um, ja, ich habe keinen Bock bestraft werden zu werden. Und die anderen werden für ihre Sachen irgendwie nicht bestraft. So ein Ding irgendwie. Und das ist ja halt... So ein... Ich will mich ja irgendwie da rausreden, Ding, so quasi, weißt du? Bin ich immer nur ich, so quasi. Ja, keine Ahnung. Aber in dem Fall ging es halt wirklich um eine Challenge, wo es halt wirklich um ein Windrad ging, was halt, ich denke mal, Milo auch stark geholfen hätte. Oder auch jeden anderen ja genauso, nicht nur Milo. Ja, klar. Und die anderen Dinger hier jetzt, die sind halt, ja, keine Ahnung. Also ich bin auch gespannt, die PL kann sich das Ganze angucken. Mein Chat hat das wohl schon reviewed, das Ganze, aber jetzt mich für einen Bug halt zu bestrafen, pff, ja, Digga, muss ich los. Aber ich werde gucken, was halt bei rauskommt. Weil genau, es war wirklich so und ich es ist so, wie ich es beschrieben habe, ich bin halt auf Kredit gegangen. Ich glaube, du warst sogar dabei, oder nicht? Ich glaube, du warst sogar nicht, dabei. Nee. Dann war es halt irgendwie anders. Bin ich halt auf Kredit gegangen bei Folgenstart und habe halt gesehen, dass Lion halt wieder in Blau da war und nicht ausgegraut. Ja. Und dann habe ich da drauf gedrückt und dann habe ich auf einmal Minus gehabt. Ja, das ist natürlich ärgerlich. So, und das ist halt meiner Meinung nach einfach ein Spielbug, weil wenn ich keinen Kredit aufnehmen kann, warum ist es dann blau? Ja, ja, klar. So, und wenn ich da dann drauf drücke, warum zieht er mir dann einfach 100.000 ab? Die er mir eigentlich nicht aus... Die hätte er mir ja nicht abgezogen und ich hätte sie halt auch nicht bekommen, wenn dieser Bug halt nicht vorhanden wäre. Aber egal. Aber schauen wir mal. Willi muss definitiv eine Strafe bekommen, weil er bewusst den Auftrag abgebrochen hat. Ja, aber wir brechen alle unsere Aufträge ab. Es geht nicht anders. Wir können sie nicht erfüllen. Ja, deswegen. Ist das bei euch immer noch nicht angekommen da draußen? Ich kann hier jede Mission, die ich mache, kann ich nicht abschließen. Es geht einfach nicht. Ich kann da zum Verkaufscontainer fahren, wie ich will. Der nimmt das nicht an. Also bleibe ich auf meiner Scheiße sitzen. Und wenn das halt jetzt darauf hinausläuft, dass halt irgendwie das von der PL-Abstimmung halt nicht ganz hingehauen hat und da vielleicht irgendwie auch Missverstände aufgekommen sind, dass halt einer da dann das Abgebrochene wieder gutgeschrieben kriegt, dafür jemanden zu bestrafen, finde ich dann auch falsch, weil ich, aus meiner Sicht gesprochen, und ich denke, so geht es Freeze und Manu und auch Tino, wir machen das so und wir wissen nicht, ob es korrekt ist. Das wird ja alles woanders entschieden und bestimmt. Weil das Thema mit den Missionen ist ja ganz zu Anfang gleich hochgekommen bei Manu.
Danach wurde sich ja darüber unterhalten, was gemacht werden kann, in dem Fall. Und seitdem wird das ja gemacht. Und wenn das jetzt dann irgendwie falsch ist, dann können wir ja am allerwenigsten dafür. Weil ich kann mir selbst das Geld nicht gut schreiben. Das schreibt mir jemand anders gut. Von dem her schwierig. Aber wie gesagt, damit will ich auch nicht die Projektleitung angreifen oder ankreiden oder so. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Projektleitung, Leute, auch die sind auch nur Menschen. Und von dem her ist das kein Ankreiden an die oder sonst was. Das ist einfach nur so eine Feststellung. Und wenn die PL halt nichts gegen sagt, gegen gewisse Dinge, dann finde ich halt im Nachhinein dafür Strafen zu verteilen, umso fataler. Aber Jungs und Mädels, das wäre es mit dieser Folge. Lange, viele Diskussionen. Wir haben Windrad-Challenge wieder mal verkackt. Was soll's? Jede Woche mal wieder, alle zwei Wochen, ne? Verkacken wir es einfach knapp und dann passt das schon. Hauptsache, wir haben unseren Spaß. Und Däumchen raus, Abo raus, schaut bei den anderen vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung. Tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal.